Bisona-Rüstung ist die stärkste. Okay. Wo war das neue Reckengewand? Das kann ich jetzt nicht mehr beantworten. Kann das einer sagen? So einfach auch nicht. Okay. Das neue Reckengewand, wo findet man das? 96 Rüstung. Holy shit, Zimbo. Holy shit. Im Schloss. Das neue Reckengewand ist im Schloss. Wie lange bist du live? Heute noch safe bis 12:30. Dann auf eine Rüstung zu spoilern. Aber ich habe doch das neue Reckengewand. Und haben nur gesagt, wie viel Rüstung man haben kann. So. Ist jetzt nicht so arg als Spoiler. Was war die höchste Rüstung, die du in BOTW hattest? Das ist leider zu lange her, das weiß ich nicht mehr. Vielen Dank für den Support. Es macht für euch Sinn. Okay, dann würde ich einfach mal zur nächsten Wurzel gehen. Nice, Switching freut mich. Ach, du meinst vermutlich die Sona-Rüstung, ne? Habe ich schon mal gehört, aber wurde nicht geschrieben, wo es irgendwie ist oder so. Alles gut, alles fein. 88 Rüstung, Wahnsinn. Also, ne? Wenn die irgendwas wisst, wo es Sachen gibt, die ich noch nicht habe, noch nicht verraten. Noch nicht verraten. Ich liebe es zu rätseln, selber zu suchen. Jetzt hier der Hinweis, okay, Krog, Maske, Krogwald drunter oder so, alles gut. Gute Idee, aber wir wirklich richtig das Licht angeht. Wir machen mal das Licht an. Pupp. Ah, ja klar. Licht ist an. Schauen wir mal hier. Genau, Wurzeln sind immer parallel zum Schrein, genau. Und der Name ist rückwärts vom Schrein. Wie viele Weisen hast du? Ich weiß nicht, ob ich Spoiler. Ich sag mal mindestens 4. Du hast aber mein Feedback für den Support. Mal hier weiter. Ein bisschen zu viel los, du. Du hast 4. Ah, spiel ein bisschen die Story noch weiter. Wenn du 4 hast, dann spiel ein bisschen die Story weiter, du wirst es nicht bereuen. 25er Grundschaden. Wahnsinn. Das ist die Frage. Boah, ist jetzt hier irgendwas? Es ist leicht zu finden. Es macht Sinn. Dann hätte ich es eigentlich schon finden müssen, wa? Wir gehen mal zum nächsten. Zur nächsten Wurzel. Ja, und danke für den Support. Okay, mach das, ja. Will ich nicht spoilern. Nicht unbedingt. Wenn es für euch logisch war, ich überlege gerade, wo wir halt oben Schätze bekommen haben. Also irgendwie denke ich auch, dass im oder am Dekobaum ist unten. Vielleicht ist dann auch nicht. Okay, das ist gut. Ich bin von der Nase. Okay, okay. Yeah.
Ist auch gefühlt hier ein bisschen heller als sonst. In der Unterwelt. Oh, hallo, Baum. Oh, Mann. Wurzeln sind immer unter den Schreien. Habe ich keine Waffe dafür? Was? Wurzeln sind immer unter den Schreien und wichtig, nicht die Schreine aus dem Himmel dazu zählen, sondern nur aus der Oberwelt. Gehen richtig. Gleich sind wir da. Upp. Du brauchst diese starke Waffe her. Umso länger du das Spiel spielst, umso mehr werden die Gegner auch stärker nach dem Blutmond und dementsprechend bekommst du von denen bessere Add-ons halt. Um halt eine bessere Synthese halt zu machen. Wenn du halt das gewisse Material hast zum Verbauen. Hier zum Beispiel plus 55, plus 51, plus 40, plus 37. Dann hast du noch einen guten Grundschaden. Dann kommst du eigentlich relativ schnell auf die Waffen hier. Der Mindestschaden ist nachher von der Waffe, die du halt hast, so bei 45, 49. Und alles drüber kommt immer wie hier. Soldaten 2 ändern, den habe ich ja gerade hier unten gefunden. Der hat einen Grundwert von 25, das ist schon insane gut. Das ist schon echt gut. Wenn du noch ganz viel Glück hast, dann findest du was von den Gerudos und dann kommst du auf die 90 auch. Soweit ich weiß, ist die stärkste Waffe 192 Schaden. Komm noch leuchtsam, weil es dann... Ja, okay, wenn du alle Wurzeln hast, dann ist es schon echt entspannt unten. Wie das denn? Wie das denn, Alina? Alan Williams, vielen Dank fürs Folgen. Am stärksten ist Rijus Schwert, ja. Aber ich glaube... Ah, stopp! Schauen wir mal. So, Parasi, einen wunderschönen guten Abend und vielen Dank fürs Folgen. Ich grüße dich. Hätten wir immer auf die Map geguckt, ne? Sieht schon ein bisschen sass aus. Willst du von mal einen Screenshot machen, Alina? Die lassen wir mal kurz leben. Du siehst zum Beispiel jetzt hier schon an dem Gegner, ne? Was der für ein Addon hat. Und das ist, glaube ich, nicht... Ist das hier. Ist das ein silberner? Da habe ich gerade Mist? Ich glaube nicht. Das ist ein blauer. Oh, der ist kacke. Laura, danke, dass du da warst. Eine gute Nacht wünsche ich dir. Du kannst nur silberne Leute besiegen. Also nur. Ist halt aber auch schon gut. Einfach von Zeit zu Zeit immer ein Stück stärker werden. Wo ist der Kopf? Wo ist der Kopf? Guck, was haben wir jetzt hier? Blaues... Ersalfos. Ersalfos? Ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Schauen wir mal. Das wird nicht so viel. Nicht so viel, damit ich am. Blauer Leune. Da, plus 16. Sowas nimmt man eigentlich auch nur noch mit, um es nachher zu verkaufen. Hab den Weg gefunden, okay. Ach, Ersalfos einfach. Ach so. Exalvo ist einfach okay. Gut, wenn wir schon gerade ein paar hier gelegt haben, dann können wir dem Bergwerk-Mitarbeiter auch nochmal kurz legen. Oh. Kaputt machen und hier ein bisschen farmen.
12 Majos finde ich noch. Zimmer, vielen Dank fürs Folgen. Den Hammer können wir ruhig mal mitnehmen. Ich habe das Julia-Schild. Haben wir eben geholt. Aber mein Lieblingsschild ist immer noch, pass auf Leute, das AGB-Schild von Corsair. Guck mal, wie schön das doppelt leuchtet, Leute. Mensch Marco, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Man braucht die Hörner für Rüstungsupgrades, genau. Ich würde da auch immer mal aufpassen. Ich würde nie alles auf einmal verkaufen. Von nichts. Nicht immer alles verkaufen, immer so ein Schnüff. Zeige ich mal kurz ein Beispiel, wie ich das immer mache beim Verkaufen. Wir nehmen jetzt aber mal hier Feuerstein. Habe ich jetzt 226 Mal, würde ich jetzt 76 Mal verkaufen. Habe ich noch 150 Mal, sind wir auf der sicheren Seite. Er Rafalos. Ist einfach mexikanisches zu essen? Alex Mai, ich grüße dich, wie geht's dir? Ich bin schon durch, alle Schreine und alle Wurzelgold dauert ewig. Oh. Also alle Wurzeln stelle ich mir auch noch ein bisschen krampfhaft vor. Ist recht wegen den Flüssen, da kann man ja nicht lang gehen. Warum zur Hölle sind die überall Schwertbananen? Eine Jäger? Jäger, ja, safe Jäger. It's a trap, Leute, it's a trap. Muss ich direkt in eine Falle rein. Mir geht's auch gut, danke Nachfrage. Was machst du gerade? Ich suche die Krogmaske. LGB weiß auf Programmer hin, ja. Mehr FPS, mehr Skill. Automatisch, ganz klar. Aus Waus, was baut man die Sensen? Jetzt ist die Frage, was meinst du mit Sensen? Meinst du so eine Waffe zum Beispiel? Wie sie hier? Das von einem silbernen Erkfallewitzwiss ist das. Genau. Vom silbernen Ex Salomon. Ex Salbus. Ja. Die haben das auf dem Kopf, glaube ich, hängen. Vielen Dank für den Support, ich grüße dich. Ja, Jäger wird sich wundern. Ich fahre momentan mit Krogmaske und Mayo-Sensor durch die Gegend. Ach krass, ja, das werde ich glaube ich später auch machen. Dass so viele Leute da sind, ja, verstehe ich auch nicht. Würde auch alle gerne rausschmeißen. Ist leider so ein Kommentar, wo ich nicht weiß, wie ich darauf reagieren soll. Ascaris Rose, vielen Dank für den Follow. Sehr lieb von dir. Einige Outfit habe ich auch beim Vergessenen Plateau einfach random gefunden. Ich habe jetzt zwar ein Bild davon gemacht, wo die sind, aber ja. Mir geht's gut, wie geht's dir? Läuft der PC? Fabian, danke für den Support. Wie viele schauen auf Twitch zu? 28 Grad. Danke für euren Support, Leute. So, wir haben ja gerade hier den Eingang gesehen. Wo ist denn hier der Eingang? Ich habe doch gerade geguckt, wie die Bananen waren. Das kann nicht wahr sein. Auf alles runter geht's auch gut. Nice, freut mich zu lesen. Was gab es? Vielen Dank für den Support. Genau, Akala-Institut war auch mein erstes. Lost, ja, safe, komplett lost. Ich habe doch gerade... Ich habe nicht so viele Herzen wie du, dann musst du halt noch ein paar Schreine machen, ne? Das kommt schon mit der Zeit. Das kommt mit der Zeit. Mach dir da keinen Stress. Jetzt für... Ey. Safe auf jeden Fall, ich freue mich. Augen auf beim Maskenkauf. Ich hätte einfach rein. Das ist eine gute Maßnahme, ja. Ah, die Mates, da helfen sie mal ausnahmsweise. Nee, nee, ich laufe hier gar nicht mehr. Ich gehe jetzt hier rein und gut ist. Nicht, achso, lauf, nicht kauf. Urwald Arena. Oh lol. Wie lange hält das Masterschwert? Es hält ein bisschen. Es ist nicht super lange.
Was kannst du denn? Ich kann sehr gut Luftgitarre spielen. Ich habe auch immer eine dabei. Ich bin in der Band. Ich bin noch jung und deshalb sind Rätsel sehr schwierig für mich. Ist überhaupt nicht schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm. Es wird zu 100% Rätsel geben, Switch. Switch Nick, die du schneller löst als andere. Sieh das nicht als Wettbewerb. Die sind nicht dabei, nein. Bin ich der Einzige, der am Anfang dachte, dass die Zähne beim Minigame die Augen sind? Was für Zähne beim Minigame? Wie kommen wir am Beto wieder zum Dekobaum? Das weiß ich nicht mehr. So eine Falle. Bist du wirklich in der Band, weil ich bin einer? Nein, das war gerade nur aus Spaß wegen der Luftgitarre. Ich kann leider kein Instrument. Ich kann auch nichts. Auch nicht singen. Ach, Minigama. Ach so. Was könnte hier sein? Weiß nicht. Ist eine Arena? Oh, eine Banane. Oh mein Gott. Schon Luftgitarre, ja. Stimmt. Dekobaum, BOTW mit der Fackel durch den Wald. Richtig, richtig. Da lachte nur. Ha! Bei uns ja prächtig, bist uns ja prächtig in die Falle gelaufen. Du musst links sein. Es ist ja wirklich simpel, dich reinzulegen. Man muss nur mit einer Banane wedeln und schon kommst du angedackelt. Ups, wir haben vergessen, uns vorzustellen. Halt dich es, wir sind die Schergen des unbesiegbaren, mächtigen Koga. Die Truppe, die dir und Prinzessin Zelda das Handwerk legt. Die Jägerbande. Danke, Baum, werde ich machen. Hab ich alle Schreine, alle Wurzeln und alle wilde Weisen hast du auch schon. Ihr seid alle vor mir, ne? Ich hol auf, versprochen. Irgendwann hole ich auf. Und jetzt ein kleiner Hinweis für dich. Dumm für dich, dass du der Jägerbande auf dem Leim gegangen bist. Wir haben da nämlich etwas für dich vorbereitet. Unser Überraschungsgast lebt im Untergrund in der Finsternis der Urwaldarena. Der schwarze Hinox. Wir wünschen viel Vergnügen. Der Bre wird sich wundern. Ach, da ist eine Truhe hinter, okay. Guck hier. Charlie, ich grüße dich, war der Urlaub. Hattest du eine schöne Zeit? Genau, die Krogmaske. Da haben wir sie endlich. Krogmaske, ja, da ist sie. Hab sich schon ein Dutzend von denen platt gemacht, die tun so, als wenn ihr das jedes Mal besonders war. Ja, ist halt Story so ein bisschen, ne? Das war voller Ausdauer, auch nicht verkehrt. Du bist immer noch im Urlaub, wie ist es denn? Habt ihr alles geklärt? Krogmaske! Geil. Ein Spoiler weniger, den ich abkriegen kann. Nice. Okay. Jetzt brauche ich, also Majora's Mask ist hier unten, ne? Sehr gut, Charlie. Dann hat sich ja wirklich alles gelohnt zum Positiven entwickelt. Was wollen wir mehr? Wie sieht sie denn aus? Ein Traum. Model. Pudding, hör auf zu lügen. Hör auf zu lügen. Max, bitte. Alina, komm an. Okay, die Krogmaske haben wir. Zieh ich die jetzt? Ich glaube, wenn ich keine Probleme habe mit dem Damage, ich lasse sie an. Majora's Mask unten, okay. Wird hart. Also, wichtig, nicht spoilern, wo es ist. Ich muss das dann immer oft erwähnen. Ich weiß nur, das ist ein Schatz, ne? Mir wurde gesagt, das ist ein Schatz. Dadurch, dass wir jetzt aber hier... Oh.
Mach ich auch mal mit der Maske, ja. Nein, mach ich nicht, danke euch. Wäre mega. Warum hast du eine Maske mit einem Horn? Sabi, vielen Dank für den Support. Und Sabi, vielen Dank für den Follow. Hier die. Eine Blitzstrahlkopfschmuck. Weil ich einfach schön bin damit. Was bringt die Krogmaske? Also wenn ich an BOTW denke, wird sie, glaube ich, Geräusche machen, wenn wir in der Nähe von einem Krog sind. Und ja, das ist ein kleiner Hinweis. Der Radius soll nicht so hoch sein, aber ganz ehrlich, bei den 800 Stück, die oben rumliegen, gerne. Ich weiß, welcher Schatz das bei den Inseln im Untergrund ist. Ein Einhorn. Okay, die ist unten. Wurde eben schon gesagt, vermutlich habe ich noch gar nicht diese Schatzmarkierung. Ich würde aber trotzdem, weil wir halt einfach im Untergrund sind, ich glaube, heute Abend ist einfach so ein Untergrundabend, gehen wir hier hin und gehen zum nächsten Schatz. Wir machen aber safe heute noch was so ein bisschen zur Abwechslung. Was sucht er? Der Puffels sucht jetzt gleich die Majora's Mask. Er liest auch den Chat auf TikTok. Markierung hast du noch nicht, verdammt. Der grimmige Gitterrost? Ist das ein Grill? Gottheit auf einmal. Klar. Ist wirklich so, Max. Braucht man die Schatzmarkierung, um einen Schatz zu bekommen? Nein. Das ist einfach nur für dich ein Hinweis, wo du hinlaufen musst, weil es einfach auch zu groß ist, man hier zu viel erkennen kann. Warum laufe ich wieder komplett falsch? Das Flugrad nutzt ja nicht, du läufst lieber genau, aus dem einfachen Grund, ich habe zum Beispiel noch nicht alle Batterien voll und ich nehme halt gerne so ein Monsterlager mit, ich baue die Steine halt zwischendurch gerne ab. Jetzt zum Beispiel hier wieder. Ich habe hier wieder vermutlich, ich habe aber heute hier wieder so viele gute Waffen gefunden, wie es hier mit einem Grundschaden insane ist, damit ich wirklich gute Waffen bauen kann. Das ist der einzige Grund, warum ich rumlaufe und nicht fliege. David D. Roger, ich grüße dich. Black Vibes, einen wunderschönen guten Abend. Was habe ich verpasst? Wann warst du das jetzt mal dabei? Dann kannst du dir kurz erzählen. Warum machst du jetzt das Julia-Schild? Einfach aus kosmetischen Gründen, weil es einfach für mich Nostalgie ist und es so aussehen muss. Extension, vielen Dank fürs Folgen. Die grimmige Gitterrost. Wir können noch mal kurz gucken, was für einen Grundschaden haben wir denn hier. Und David Roger, vielen Dank fürs Folgen. Danke. Siebner, das ist ja absolut beschissen. Aber das ist halt der Grund, warum ich halt rumlaufe. Halt die Mobs halt mitnehmen. Die Items von denen aussammeln und. Okay, muss duschen, gute Nacht. Bianco Nero, eine gute Nacht wünsche ich dir. Danke, dass du da warst. Max, bitte, was zockst du eigentlich heute? Bitte da das grimmige Gitter raus. Können wir machen. 50k, vielen Dank, Hunter. Das ist eine riesen Unterstützung. Sven, vielen Dank fürs Folgen. Grimmige Gitterrost. Heute habt ihr auch schon das grimmige Gitterrost-Set. Kannst du Synthese am Masterschwert machen? Jetzt können wir kurz machen. Komm, haben wir mal was drauf, was vielleicht jetzt gerade nicht so teuer ist. Upp. Ich glaube, der Grundschaden vom Masterschwert ist 30. Witzig ist, so sieht das normal aus, wenn man dann schlägt. Upp. Ja. Über Karten habe ich sowas auch ohne Quest bekommen. Amiibos kann man auch benutzen. Habe ich bis jetzt noch gar keine. Upp. Wo muss ich denn hin? Da. Nick Vibes, vielen Dank für die netten Worte. Auch wenn ich für nichts kann. Schon auf Max geupgradet. Die Quest müssen wir noch machen, grimmige Gitterrost. Müssen wir noch machen. Darf ich die Ebene sagen für Majora's Mask? Ist es safe hier unten, ne? Zum Untergrund, oder?
Oh, sorry. Mitgeflogen, Kollege aufladen gegen weggeradet. Verstehung Tank 3, die letzte Mission. Nice, viel Erfolg. Und ich dachte auch, natürlich bin ich jetzt sympathisch. Gibt keinen besseren. Alles klar, Charlie, dir auch noch ganz viel Spaß im Urlaub. Hab eine gute Zeit. Was? Was? LOL. Jetzt kommt das Licht weg. Und dann schickst du auch, ja, klar. Klar. Also, ich weiß auf jeden Fall mal, Joe, was du machst. Ich muss mal kurz aufheben. 22 Grundschaden. Ist halt schade, dass die Knochen, es macht aber auch Sinn, dass sie kaum Haltbarkeit haben, aber ja. Wird hier eigentlich schon wieder abgeschossen? Was ist das los? Ich bin noch am Hadern. Ich hätte, wenn dann, so nur einen ganz kleinen Tipp. Ich weiß, dass es im Untergrund ist. Es ist ein Schatzort. Hau doch jetzt ab mal hier. Ich würde irgendwie gerne selber rausfinden, selber finden. Was haben wir hier? Reise Zweihänder. Oh, Skullshoot, das ist eine gute Frage. Das hätte ich mir gerade ausprobieren können, wa? Grundschaden haben wir hier. 16. Nö. Dann nehme ich den Hammer mit. Gehe ich falsch? Ich gehe falsch. Bup, bup. Irrlichter. Müssen wir auch noch abgeben. Ich wollte gerade sagen, wenn ich hier unten bin, warum soll ich mir Damage in Kauf nehmen, wenn hier kein Krog ist? Wow. Stimmt, der wird auch gleich zerbrechen, ja. Der hält hier wirklich nicht viel aus. Okay, wir sind auf einem guten Weg. Da müsste wieder so ein Giga-Ort sein, ne? Wo wir für einen Bautomatikplan was bekommen. Oh, no way. No way. Kann mir einer sagen, wenn in der Oberwelt hier eine Brücke ist, ist in der Unterwelt da auch eine Brücke? Kommen wir dadurch darüber? Nee. Nein. Nope. Nee. Ah. Dann muss hier ein Loch sein. Dann muss ja hier ein Loch sein. Oder hier, oder hier, oder hier. Oder hier. Da? Okay. Tingela. Also bin ich hier umsonst hingelaufen. Dann würde ich, glaube ich, kurz da hinten das Versteck machen und mit dem Bauplan abholen. Wieso? Ich habe hier einen Schatz. Ja, da müssen wir gleich kurz hoch. Gehen wir gleich mal hoch und schauen mal, ob wir irgendwo runterspringen können. Das ist so ein Plan. Oh, habe ich mich eben verguckt? Nee, ich habe mich nicht verguckt. Oh mein Gott. Benutzt das Feld in Nathino? Ja. Ich habe da was angepflanzt. Und es ist so lange her, ich müsste Glück haben, dass es nicht schon wieder schlecht ist. Hut, hat, hit. Kommen wir hier irgendwo an? Wir sind irgendwo oben. Hier! Hä? Und man kann mit Link so tolle Gespräche führen. So schön.
Hutupjat. Moin! Okay. Oh. Oh. Synchronsprecher hat echt einen harten Job, ja. Entschuldigung, kannst du mir das Hüt anders machen? Ja, klar, kein Problem, Jürgen. Hüt. Ah, nochmal. Da oben ist einer ganz wild, aber ich denke mal, den Plan werden wir jetzt auch bekommen, ne? Ist da oben noch irgendwas anderes am rumfliegen? Ach, wo ist denn jetzt hier der Eingang? Ich dachte, wir bekommen hier eine Belohnung. Ja, da kommt Batman. Mit seinem Batmobil, okay. Was ist das denn für ein Gerät? Damit müssen wir gleich mal fahren. Aber gab es hier nicht immer eine Belohnung? Oder war das hier drin? Nevermind. Da ist er. Das meine ich nämlich genau. Dreifachkanone. Oh, ich dachte, wir bekommen das Gerät, was da oben rumfliegt. Und zwar nie. Leute, wir können 267. Wenn wir gleich wieder eintauschen können. Wahnsinn. War nicht irgendwo eine Wurzel? Können wir kurz hincruisen? Gott, wer reift mich an? Was bist du? Was machst du hier? Ja, auf. Verrückter. Haben wir Licht? Wir haben Licht. Wo fahren wir denn hin, Leute? Wer hat denn jetzt hier das Uhr bestellt? Guck mal. Wo bist du da? Ich bin hier im Untergrund. Unter der Ulra-Schlucht. Im Osten von den Zoras. Westlich von den Inseln Davis, Vingela und Jingela. Gute Freunde von mir. Können wir links vorunter, ne? Ich muss sagen, er hat sich schon ein tolles Moped hier gebaut. Ist mir aber ein Schnüff zu langsam. Kommen wir einfach so runter? Geht das? Schön. Aber genießen wir einfach mal hier ein bisschen die Aussicht. Brauchst du Hilfe? Gerade noch nicht, Bossi, danke. Danke, danke. Wir gehen jetzt gleich hoch und gehen auf die Inseln. Oh, oh, Fallschaden. Wo kommt der Kollege denn her? Ah, wow, bist du... Das war unfair. Erstens. Alter. Okay. Beruhigt euch, Leute. Das ist ein guter Schnittplatte, ja. Mach ein Foto für den Abend. True, ja, ja, true. Vielleicht bleibt er irgendwo hängen, ja. Sehr wahrscheinlich. Leuchten Ivorok, sehr gut. Hast du Megawaffen? Soweit bin ich leider nicht. Was sind für dich Megawaffen? Das müsste ich wissen. Ich habe halt ein paar starke, ne? Ein paar habe ich. Wo gucke ich hin? Oh, alles klar. Kann ich einfach drauf? Und dann ihn noch mal hier. Oh Gott, macht das viel Schaden. Oh Gott, ist das illegal.
Holy shit. Gucken wir uns gleich mal an, Thomas. So, pass mal auf. Pass mal auf. Ach, er schlägt nur. Ich dachte, er beschmeißt mich. Fällt er wieder hin? Lanze mit dem schwarz-roten Horn. Das sieht aus wie ein mega cool, ja. Das sieht schon sehr gut aus. Die Waffe sieht sehr cool aus, ja. Auch hier, weiße Lunde Breitschwert. Boah, was für ein Gerät. Womit beschießt du ihn? Mit Ägyptoknochen. Die Ägyptoknochen findest du unten im Gerudo-Tal. Boss, wenn du Tipps willst, sag's Bescheid, ne? Ich werde nicht spoilern. Ich kann dir die Lösung sagen oder wie man da circa hinkommt. Also, das Hylia-Schild findest du im Schloss. Nicht im Untergrund, sondern oben. Immer wieder raus, war wieder sehr schön. Danke, Platin, danke, dass du da warst. Eine gute Nacht und viel Spaß wünsche ich dir. Leuchtender Invok, Steinherz. 46 nur. Schade. Wenn du noch mehr wissen willst, Bossi, sag Bescheid. Okay, den haben wir jetzt nebenbei mitgenommen. Schön. Wer war mein erster Follow? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Was für ein Bogen neben dem Königsbogen? Meinst du den Bogen des Dämonenkönigs? Wo hast du so viele Riesenleuchtsamen her? Einfach alles aufsammeln, was geht, was findet in allen Höhlen. Wie weit bist du eigentlich von der Story? Ich habe nach dem 4. Tempel die Story so weit gemacht, dass ich zu 5 rumlaufen könnte, ohne sie zu spoilern. Okay, perfekt, Bossi, sag Bescheid. Und das weiß ich wirklich nicht. Pudding, das ist ein bisschen oft. Den Bogen des Dämonenkönigs kriegst du, wenn du mal gegen die Miasma-Hände kämpfst. Lohnt sich. Keine Angst vor den Händen. Das schafft er schon. Oh Gott, nein! Kaputt. Annalina, vielen Dank fürs Folgen. Kannst nicht so oft genug sagen. Gibt's hier unten noch was? Allgemein Leuchtsamen, Riesenleuchtsamen, viel auch in einem Brunnen unten. Ja. Tipps für die Hände, Bogen. Entweder mit Augen beschießen, wenn ihr nicht wisst, was Augen sind, also das von Fledermäusen. Und was sie bewirken, sagt Bescheid. Oder halt ganz viele Donnerblumen. Donnerblumen findet ihr im Untergrund ganz viel an Bäumen. Ich kann ohne zu wissen, alles okay. Sorry. Und danke für den Support. Hände, die Miasma-Hände, die aus dem Boden kommen, mit dem Auge in der Hand. Das war klar, Max. Meine Damen und Herren, unnützes Wissen, eingelöst von Max und von Pudding. Wie ist es gemeint? Auf was bezogen, Bossi? Die perfekte Frisur zum Überdecken einer Halbglatze heißt Comb Over oder Meathead Hiding, so. Und wurde von Frank J. Smith unter der Nummer 4022227 in den USA zum Patent angemeldet. Merkst dir. Tipps für die Hände, das war auf die Miasma-Hände, ne? Die schon aus dem Boden einfach kommen, random, diese 4-5 Stück. Ja, die Miasma-Hände sind das. Und der nächste. Blasmusik heißt in Australien Papa. Sehr gerne, Leute. Obwohl Nats, vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Ja, perfekt, Bloon. Danke dir. Und jetzt ist Wissen gesponsert von Bloon.
Du kannst dir gerne schreiben, Bossi. Oder hast du schon alles gut, wie du magst? Soll ich dir sagen, wo Majora's Mask ist? Nee, noch nicht. Noch nicht. Das ist mir ein bisschen noch zu früh. Nee, es heißt Umpapa. Also Pa. P-A-H. Also wirklich Pa. Umpapa. Für alle, die es ökologisch lieben, Kondome aus Schafsdarm sind nach wie vor erhältlich. Viertel nach elf. Und Glück gehabt.